Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt's mal wieder so ein bisschen Storytime. Ich war nämlich gestern mit Gianni zusammen in Berlin beim Sneakers Day. Ich denke mal, der Sneakers Day ist so an keinem vorbeigegangen und ich denke mal auch, dass der Sneakers Day irgendwie nur negativ in euren Köpfen ist. Ja, mein Statement dazu auf jeden Fall, keine Ahnung, was da bei Nike los war. Ich verstehe echt nicht, was bei Nike da gestern los war, was sie sich dabei gedacht haben. Aber dazu kommt jetzt alles. Ich werde euch jetzt einfach so ein bisschen erzählen, wie der Tag in Berlin war, wie es abgelaufen ist. Werde euch ein paar Szenen einblenden und gleichzeitig so ein bisschen meine Meinung dazu raushauen. Sagen, ob ich überhaupt erfolgreich war. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video. Und viel Spaß, wenn euch interessiert, dann ja, bleibt dran. Ja, also als ich mitbekommen habe, dass Sneakers Day irgendwas in Berlin geht, habe ich mir sofort gedacht, Digga, du musst nach Berlin. Weil auf Instagram in jeden Social Media Plattform hieß es, der Union kommt, der MCA kommt, der Travis kommt, es sollen die krassesten Sneaker der Welt kommen. Dazu kann ich aber sagen, ich bin der Meinung, dass jeder sich unnötig hochgehalten hat, weil Nike hat nicht einmal gesagt, yo, der MCA kommt, yo, der Travis kommt. Im Endeffekt, durch die ganzen Insta-Seiten, durch verschiedene Plattformen kam irgendwie rum, yo, der kommt, der kommt, der kommt. Da haben sich alle ein bisschen selber hochgehalten. Jeder hatte einfach einen zu krassen Hype auf diesen Tag. Und ja, da kann Nike auch leider in dem Falle nichts für, weil Nike hat von sich aus nicht einmal gesagt, yo, der Schuh kommt oder der Schuh kommt. Auf jeden Fall bin ich dann mit dem Auto nach Osnabrück gefahren, weil ich habe es nämlich mit Gianni so ausgemacht, dass wir uns in Osnabrück treffen und dann von Osnabrück rüber nach Berlin fahren. Ich bin dann am Mittwoch 2 Stunden nach Osnabrück gefahren, habe dann bei Gianni geschlafen und von Gianni aus nach Osnabrück sind wir dann zusammen nochmal, ich glaube, 3 Stunden nach Berlin gefahren, sind wir aber echt gut durchgekommen. Ja, dann waren wir so gegen 8:30 Uhr morgens in Berlin und es hieß dann anscheinend, dass die erste Location in Berlin, dieser Kokolo Ramen oder wie der heißt, ich kenne mich mit dem noch nicht aus, dieser Store da ist, oder es war glaube ich ein Restaurant, dass da der erste Spot ist für diese Stashes waren halt diese Berlin-only Sachen, wo halt ja, nur Leute in Berlin dran teilnehmen konnten. Dann standen wir so gegen 9 Uhr vor diesem Laden da, waren schon ungefähr 200 bis 300 Leute da, also war echt volle Hütte da. Und dann so gegen, ich meine, das war entweder um 10 oder um 11 kam dann diese Online wo man halt dieses diese Online-Sachen, ja, und da haben dann alle vom Store auch mitgemacht, alle standen draußen, haben es alle versucht, irgendwas online zu bekommen und wirklich kein einziger hat online irgendwas bekommen. Haben wir uns alle schon irgendwie so gedacht, Digga, was geht denn da ab, irgendwie bekommt niemand was und auch in VBG, beziehungsweise den ganzen Insta-Seiten überall, nicht einer hat irgendwas bekommen. Und haben uns alle schon gedacht, Digga, wollen die uns irgendwie nur triggern oder war irgendwie der Stock bei 2 Paaren, also niemand hat irgendwas bekommen. Und da dachten wir uns dann alle schon, Digga, wir neigen uns verarscht. Dann dachten halt die meisten, yo, das war nur so ein Test oder so, bla bla bla, es kommen gleich noch mehrere Sachen online. Aber tatsächlich war es das online gewesen. Und das tut mir für jeden, der nicht in Berlin wohnt, ich wohne ja auch nicht in Berlin, beziehungsweise für jeden, der nicht in Berlin war, einfach unglaublich leid, weil jeder hat sich so drauf gefreut. Und im Endeffekt kam gar nichts online von Nike, beziehungsweise es kam ja angeblich was, aber ganz ehrlich, ich bin nicht der Meinung, dass da irgendwas kam, weil ich kenne keinen, der da irgendwas bekommen hat. Und das tut mir einfach unfassbar leid für die Leute, die nicht in Berlin wohnen. Ich sehe es ja selber auch immer in Berlin. Irgendwie wird Berlin immer bevorzugt. In Berlin ist das, in Berlin ist das, in Berlin ist das. Und in NRW zum Beispiel, in München oder so, ist halt gar nichts. Immer tote Hose, ich verstehe es auch nicht. Ist halt irgendwie alles in Berlin, aber da kann ich halt auch nichts für. Und da kann auch, ja, keine Ahnung, da kann halt irgendwie nur Nike was für dieses halt veranstalten. Aber an sich war die Veranstaltung eigentlich ganz cool, man hat viele Leute kennengelernt, viele Leute waren da, war nette Unterhaltung, war eigentlich ganz cool. Nur, dass wir halt alle ewig da standen, wir standen da ewig und wussten nicht, wann geht es endlich los, wann passiert irgendwas. Ich kann euch hier auch mal Sachen einblenden, dass ihr seht, wie unglaublich voll es war, wie viele Menschen da waren. Und ja, dann kam auch die Polizei, da war durchgängig Polizei da, weil alle auf den Straßen standen, die Autos kamen nicht mehr durch, da waren viel zu viele Menschen einfach. Und da war die ganze Zeit Polizei, da musste halt irgendwie alles regeln. Und die waren auch kurz davor, das Event abzubrechen, aber dann Gott sei Dank doch nicht, weil sich alle an die Regeln gehalten haben und auf den Bürgersteigen geblieben sind. Dann, glaube ich, so gegen 11 Uhr kam dann der erste Drop. Und das war dieses Stashes, das heißt, da kam dann in der App irgendwie so, yo, Berlin, macht euch bereit, es geht gleich los. Da war so ein Countdown von 10 Minuten bis halt 0, bis es losgeht. Und ja, dann ging es los und dann war da so ein Ort, yo, seid an dem Ort alle da. Und da müsst ihr halt einfach dann da sein, dann wird die Kamera aktiviert. Da musste man irgendwie auf diesen Button klicken, da stand dann, ich bin da, wurde dann geortet, ob du wirklich da stehst. Das war beim ersten Mal der Sakai, habe ich tatsächlich sogar bekommen. So Freunde, gerade erstes W bekommen. Wir stehen hier alle. Ich stehe auf jeden Fall am Start. Aber im Endeffekt auch nicht wirklich glücklich, weil der Sakai in meinen Augen jetzt kein kranker Schuh ist. Ich habe halt über hohe Erwartungen gehabt, wie gesagt, wie jeder andere auch. Hatten aber trotzdem weh bekommen, Gianni da dann L. Der Arme, tat mir auch irgendwie voll leid. Und ja, es ging ja dann so los, alle sind irgendwie rumgerannt, da sind alle hinterhergerannt, alle sind irgendwie dumm rumgerannt und irgendwann standen alle an diesem Punkt und haben alle gleichzeitig versucht, das irgendwie zu machen, aber halt nur die Hälfte irgendwie durchbekommen. Ich bin durchgekommen, habe halt dann einen bekommen.
Und dann hieß es irgendwie, es kommt nichts mehr. Und dann dachte ich, war Gianni schon so voll mad, Digga, weil extra nach Berlin gefahren, hat nichts bekommen. Ich habe einen Sakai bekommen, der halt jetzt auch nicht der krasseste Schuh ist. Sind wir halt zum Kudamm gefahren, dachten uns, scheiße, machen wir einen schönen Tag in Berlin, waren ein bisschen shoppen, waren da im KDW und so weiter. Und auf einmal hier kommt die Nachricht um, ich weiß nicht, wann war das, um 15.30 Uhr oder so, 14 Uhr, ich weiß nicht, irgendwie so um den Dreh, 16.30 Uhr, von wegen, ja, zweites Stash beginnt. Wir so gerade am Shoppen, auf einmal so, fuck, nur noch 2 Minuten, haben uns dann schnell ins Auto gesetzt und so direkt hingefahren. Leider waren dann schon alle Paare weg. Und dann denke ich mir nur, Nike kann doch nicht erwarten, dass man den ganzen Tag in Berlin da an diesem Spot steht. Also das war wieder derselbe Spot, das heißt, man musste den ganzen Tag da stehen, von 9 Uhr bis, keine Ahnung, am Ende waren es 20 Uhr oder so. Und das kann Nike gar nicht von einem erwarten. Dann kam mal diese Ankündigung, yo, du hast noch 3 Minuten, dann mussten wir direkt dahin. Waren halt schon alle weg, war halt ein bisschen scheiße. Aber dann, dachten wir uns, okay, mit 2, da kommt bestimmt noch irgendwas. Sind wir nochmal hingefahren, waren dann da, haben dann, glaube ich, nochmal 2 Stunden da gewartet, weil der nächste Drop irgendwie erst um 6:30 oder so kam. Dann kam der dritte Stash, um 6:30 war wieder ein Sakai, weil der andere war der grüne. Und da wurden halt nur Leute reingelassen in so einen Innenhof. Seht ihr auch nicht, wie das da aussah, denke ich mal. In so einem Innenhof saßen dann auch Willi und so weiter, ein paar Leute von Nike. Und da konnten halt nur die Leute, die in diesem Innenhof located waren, halt per GPS, konnten diesen Schuh dann kaufen. Alle Leute, die drumherum waren, konnten ihn nicht kaufen. Und Gianni und ich waren die allerersten in der Reihe, weil da war nämlich so eine Reihe, die sich gebildet hat. Und Gianni und ich waren wirklich die allerersten. Das war halt mega geil, wir konnten direkt rein, konnten den Schuh beide easy koppen. Der zweite Sakai. Wir sind hier einmal im Spot. Wir sind ganz voll. Ich habe jetzt 2 Sakais, Gianni das 1 Sakai. Ja, im Endeffekt habe ich jetzt 2 Sakais aus Berlin mitgenommen. So, ich habe jetzt noch das iPad. Wir versuchen es gerade noch, das irgendwie noch hinzubekommen. Die Leute stehen auch wieder jahrelang am Start. Ja, das eine Paar habe ich jetzt auf jeden Fall. Gianni hat seins auch. Vielleicht gibt es noch ein zweites Paar. Wir versuchen es auf jeden Fall die ganze Zeit. Ob sich das jetzt gelohnt hat, extra nach Berlin dafür zu fahren, aus Düsseldorf? Ich bin der Meinung, ja. Im Endeffekt, ich hatte einen übercoolen Tag in Berlin. Also war echt geil. Die Zeit mit Gianni in Berlin war echt nice. Ich habe 2 Paare mit nach Hause genommen, die auch schon gut im Resale bringen und hat einfach, wie gesagt, einen geilen Tag in Berlin, habe ein paar Leute kennengelernt und so weiter, war an sich ganz cool. Ob ich es nochmal machen würde jetzt für so ein Nike-Event nach Berlin, weiß ich nicht, weil irgendwie Erwartungen sind jetzt nicht mehr so hoch. Was ich vergessen habe zu sagen ist, dass wir bei den Stashes in Berlin noch Contra K getroffen haben, der ist nämlich da irgendwie mit seinem AMG lang gefahren, habe ich mir gedacht, Digga, das ist doch Contra K, hingegangen, haben wir ein Foto mit dem noch gemacht, war so ein kleines Highlight. Habe ich jetzt im Video vergessen zu sagen, da wollte ich noch gesagt haben. Aber mein Fazit zu allem ist einfach, dass mir alle Leute leid tun, die nicht in Berlin wohnen, dass Berlin immer bevorzugt wird, dass die ganzen Leute, die online sich so Hoffnungen gemacht haben, manche haben die ganze Nacht durchgemacht, manche sind um 7 Uhr aufgestanden, nichts bekommen haben, die Hoffnungen waren so hoch, aber wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, am Ende hat sich leider jeder unnötig selber hochgehypt, weil Nike hat nicht einmal gesagt, der Schuh droppt, der Schuh droppt, der Schuh droppt, im Endeffekt hat sich jeder durch Gruppen, durch Bilder selber unnötig hochgehypt, ja, und im Endeffekt kam halt gar nicht so krasse Schuhe von Nike. Ja, ist halt leider so, also Sneakers Day war auf jeden Fall letztes Jahr geil, aber da kamen nämlich auf jeden Fall krassere Schuhe. Und es war auch halt online möglich, die zu bekommen. Es war ja jetzt gar nicht möglich, die irgendwie zu online zu bekommen, meiner Meinung nach. Also online war kompletter Reinfall. Mir tun auf jeden Fall alle Leute leid, die sich da Hoffnungen gemacht haben. Ja, wie gesagt, ich war ja in Berlin. Berlin war auf jeden Fall möglich, denn alle, die in Berlin wirklich waren vor Ort, da hatten auch die Möglichkeit, den Schuh zu kaufen. Und da war wirklich eine 80% Chance, dass du den Schuh auch bekommen hast. Ich glaube, beim Sakai waren sogar echt viele Paare da. Manche haben sich sogar irgendwie 2, 3, 4 Paare von Not For Resale bekommen. Not For Resale war übrigens der, den wir dann nicht bekommen, das war der zweite Stash. Also mehrere haben sich auch wirklich mehrere Paare mitgenommen. Ist halt, wie gesagt, meiner Meinung nach komplett unfair gegenüber den Leuten, die in ganz Deutschland wohnen, dass halt nur Berlin da irgendwie was bekommt. Aber da, ist halt Nike verantwortlich. Ich finde es einfach nicht cool. Ihr könnt ja jetzt mal eure Meinung droppen in den Kommentaren, ob ihr in Berlin wart, ob ihr es online versucht habt, wie ihr den Tag generell fandet, ob ihr enttäuscht wart, ob ihr irgendwas bekommen habt. Schreibt eure Meinung mal gerne in die Kommentare zum kompletten Sneakers Day. Und dann würde ich sagen, was jetzt mit meinem Video. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen am Laufen halten, wie mein Tag war da, wie ich es so empfunden habe und was meine Meinung dazu ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, Freunde. Ciao.